Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu Magic Maze bzw. zur Erweiterung zu Magic Maze Alarmstufe Rot. Ja, ihr wisst, seit Magic Maze für das Spiel des Jahres nominiert wurde letztes Jahr, habe ich dieses Spiel so ein bisschen verfolgt. Ich habe Solo-Let's Plays gemacht, ich habe es extrem oft in meiner Spielegruppe gespielt und hatte immer wieder unterschiedliche Erfahrungen. Von mir ist dieses Spiel eigentlich viel zu hektisch, zu chaotisch und zu schwer. Also es waren wirklich einfache Szenarien, teilweise nicht mit einer neuen Gruppe machbar. Bis hin zu, hey, wir haben, glaube ich, alles durchgespielt in dieser Gruppe. Wir hatten einen Abend, da haben wir, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, so 6, 7 der schwereren Szenarien auf einen Rutsch durchgespielt mit einer Gruppe, weil es einfach super gepasst hat. Da hat es einfach riesig Laune gemacht. Und dieses Spiel spaltet so ein bisschen und dieses Spiel lebt natürlich extrem von der Gruppe. Magic Maze, ja, entfaltet dann seinen Charme, wenn die Gruppe es schafft, sich darauf einzustellen, dass es sich hierbei um ein chaotisches Spiel mit Sanduhr handelt. Bei dem Tuvas immer wieder im Vordergrund steht. Immer wieder kriegt man den Tuvas-Stein vor sich hingestellt nach dem Motto, tu doch mal was, und dabei weiß man vielleicht gar nicht, was man gerade tun soll. Und gerade unerfahrene Spieler stolpern da immer wieder drüber. Wobei ich sagen muss, das Chaos wird tatsächlich auch größer, wenn man mehr als 5 Spielern spielt. Tatsächlich auch mehrfach bei uns in der Gruppe passiert, dass wir mit 5 oder 6 Spielern gespielt haben. Ich glaube sogar das Maximum, was wir ausprobiert haben, waren 7. Und da war es dann wirklich so, dass wir auch gesagt haben, so richtig Spaß macht uns das Ganze nicht mehr. Habt ihr in eurer Gruppe vielleicht festgestellt, es ist zu schwer für euch oder es ist zu einfach für euch? Dann seid ihr genau die richtige Gruppe oder das Zielpublikum von der Erweiterung Alarmstufe Rot. Warum? Ja, meine Gruppe, die sagt, mir ist es viel zu schwer, die bekommen Module, die es einfacher machen. Und für die Mitspieler, die sagen, hey, das ist doch eigentlich sowieso Pillepalle, wir schaffen das doch eigentlich sowieso jedes Mal, wir sind echt gut eingegruft, für die gibt es Module, die es schwerer machen. Das heißt, mit der Erweiterung zusammen habt ihr die Möglichkeit, da auch ein bisschen Varianz für eure Gruppe reinzubringen und das Spiel auf eure Gruppe anzupassen. Und bevor ich jetzt noch lange drum herum rede, möchte ich euch einfach die einzelnen Komponenten des Spiels, die einzelnen Möglichkeiten kurz und knackig im Detail vorstellen. Einfach nur, was ist das für ein Modul? Macht es das Ganze leichter? Macht es das schwerer? Worum geht's in 2, 3 Sätzen pro Modul? Und dann gebe ich nochmal ein paar abschließende Worte von mir. Worauf möchte ich jetzt eingehen und worauf möchte ich nicht eingehen? Ja, es gibt so ein schönes Erweiterungspackage, was es auf der Spiel in Essen gab, mit noch mehr Raumplättchen, mit noch mehr Möglichkeiten. Auf das möchte ich jetzt in dieser Erklärung nicht eingehen. Vielleicht sage ich dazu mal extra noch was, aber das lege ich jetzt zur Seite. Eingehen möchte ich jetzt nur auf die Möglichkeiten, die mit Alarmstufe Rot kommen. Ihr seht materialtechnisch, wir haben hier einen Satz Blättchen, die haben hier unten auch dieses Wachsymbol und das sind die Karten 2 und die Karten 6 bis 12. Des Weiteren mit einer schwarzen Wache 25 bis 29 hier unten in der Ecke. Was es damit auf sich hat, darauf komme ich gleich noch. Ein paar Wachmiepel, ein paar Plättchen, ein paar neue Xe und jetzt gehen wir ins Detail der einzelnen Module. Magic Maze Alarmstufe Rot besteht aus 13 Modulen und ihr seht hier die Übersicht der einzelnen Module. Es gibt 6 Module, die uns das Leben etwas schwerer machen. Die restlichen Module machen uns das Leben ein bisschen einfacher. Hier zu sehen, rot für schwerer und grün für einfacher. Ist euch Magic Maze zu einfach? Dann ist Modul 1, die Wache, vielleicht genau das Richtige. Beim Aufbau ersetzt ihr das Blättchen mit der Nummer 9 durch dieses neue Blättchen mit der Wache 9. Und ihr seht, hier ist ein Wachen-Symbol abgebildet. Das heißt, ihr stellt euch eine Wache zu Beginn des Spiels bereit und wenn dieses Blättchen aufgedeckt wird, stellt ihr die Wache hier drauf. Das Blöde ist, die Wache überblickt immer das komplette Einkaufsfeld.
oder Einkaufszentrumsfeld. Das heißt, ihr könnt auf dieses Feld mit der Nummer 9 keinen eurer, ja, eure Helden bewegen. Das ist natürlich ein bisschen Käse. Aber das Positive an der Sache ist, ihr könnt diese Wache auf ein anderes Feld bewegen wie eure Helden. Das heißt, ihr wollt die auf ein Feld bewegen, dass ihr hier überhaupt mit eurem Zauberer an euren Trank rankommt. Das bringt ein bisschen mehr Kniff rein und erhöht den Schwierigkeitsgrad dezent. Im Vergleich dazu das Anti-Stress-Marker-Modul mit der Nummer 2. Hier bekommen wir diese 6 Anti-Stress-Marker. Ja, ihr wisst ja, Stress ist nicht gut. Es sei denn, er ist vielleicht positiv, dann können wir nochmal drüber reden. Aber ihr seid vielleicht eine unerfahrene Gruppe, dann könnte das genau das Richtige für euch sein. Der Tauschmarker. Tausche dein Aktionsblättchen mit einem anderen Spieler. Dieser kann sich nicht gegen die Tauschaktion wehren. Also wenn ihr merkt, ein Spieler ist total vielleicht mit der Rolltreppe oder mit dem Vortex überfordert, könnt ihr so das Ganze leichter machen. Der Sanduhrmarker dreht sofort die Sanduhr um und wendet damit auch die üblichen Regeln an. Das heißt, reihum werden die Bewegungsblättchen weitergegeben. Der Lautsprechermarker, hier dürft ihr miteinander sprechen, solange bis er die nächste Aktion ausführt. Seht auf der Rückseite, wäre es auch immer entsprechend wieder ausgegraut. Auch Modul Nummer 3 macht uns das Spiel ein bisschen leichter. Es ist der Luftschacht. Ihr habt hier so 4 viertelige Luftschachtblättchen. Ich lege jetzt mal die Anti-Stress-Marker auf die Seite. Und diese Luftschächte, ihr seht, 2 sind so hell, die anderen 2 sind ein bisschen dunkler von der Farbgebung. Ja, diese verbinden das Feld, auf dem sich der Zwerg befindet. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dieser schwarze Marker wäre der Zwerg. Zack, mit einem beliebigen Feld im Kaufhaus. Die Verbindung der Luftschächte bleibt auch bestehen, wenn der Diebstahl stattgefunden hat. Die Luftschächte können von allen benutzt werden, allerdings nur vom Zwerg platziert werden. Ihr werdet immer mal wieder festgestellt haben, wenn ihr Magic Maze spielt, dass es nicht immer so läuft, wie ihr es euch vorstellt. Vielleicht funktioniert es noch einigermaßen, dass ihr hier hintereinander baut und irgendwann kommt ihr aber in die Situation, dass ihr von der anderen Seite rankommt und plötzlich ist hier eine Wand, wo ihr eigentlich durch wolltet. Ah, drehen wir es einfach mal so rum. Ihr würdet hier gern durch und es geht einfach beim besten Willen nicht. Dann habt ihr jetzt mit Modul Nummer 4 die Möglichkeit, mit den Wanddurchbrüchen des Barbaren hier einen Wanddurchbruch zu machen, um so doch durch diese Wand hindurchzukommen. Das Ganze ist 3-mal im Spiel verfügbar. Modul Nummer 5, das Gefängnis. Spielen wir mit dem Gefängnis, so werden Figuren hier ja, gefangen genommen, sobald sie ja, sich gleichzeitig mit einer der Wachen auf einem Kaufhausfeld befinden. Das Ganze schmeckt uns natürlich nicht so und wir müssen unsere Kameraden wieder befreien. Das funktioniert entweder über Kotfelder oder aber über Luftschachtmarker oder über einen Durchbruch. So kommen wir wieder an unsere Kameraden ran, weil das Problem ist, sollten tatsächlich 2 unserer Helden gefangen sein, verlieren wir das Spiel und damit wird es schon ein kleines bisschen härter für uns. Modul Nummer 6, die Flucht aus der Sicherheitstür. Ihr seht hier im Kleinen, die Tür vom Zwerg ist mit einem Schloss blockiert. Das heißt, irgendein anderer unserer Helden muss auf einem Kotschloss stehen, damit der Zwerg überhaupt hier durch die Sicherheitstür nach draußen kann. Das Ganze erhöht natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir so immer sicherstellen müssen, dass noch mindestens ein Held sich im Kaufhaus befindet nach dem Raub, um den Zwerg so wieder nach draußen zu lassen. Modul Nummer 7 macht uns auch das Leben ein bisschen leichter. Hierfür verwenden wir die 26 oder die 29. Hier sind solche Erkundungskarten abgebildet und sobald wir einen Helden da drauf bewegen, können wir erkunden. So als würde dieser Held an jedem Erkundungsblättchen stehen, um dort nachzuschauen, ob er da was anlegen kann. Und anlegen kann man ihn an jedem Erkundungsblättchen, das mit der oder Feld hier, wo mit der Farbe des Helden übereinstimmt. Das heißt, wenn hier mein gelber Held draufsteht, dann darf ich hier erkunden. Ich ziehe ein Blättchen nach,
platziere das hier und es wird wieder in Gelbes aufgedeckt. Dann dürfte ich hier weiter erkunden. Die anderen können parallel ihre Aktionen machen. Blöderweise, sobald sich ein Held bewegt oder ein Held erkundet, dann endet diese Aktion und wird mit einem X markiert. Des Weiteren gibt es hier noch diese Auto-Erkundungsfelder. Der Spieler mit der Erkunden-Funktion darf jederzeit an diese Auto-Erkundungsfelder ein Blättchen anlegen. Auch das beschleunigt das Spiel und macht es ein klein bisschen leichter zu spielen. Mit Modul Nummer 8 kommt der Betrachter ins Spiel. Er ist eine monströse Kreatur, der seine Augen überall hat. Und sobald das Blättchen mit der Nummer 7 aufgedeckt wird, kommt der Betrachter ins Spiel. Er verhält sich wie eine Wache und überblickt das komplette Feld. Blöderweise ist es schwieriger, ihn zu steuern. Denn steuern tun wir ihn über die Kommandozentrale und dann auf entsprechend angrenzende Blättchenteile des Kaufhauszentrums. Sollte er auf das Feld kommen mit einem unserer Helden, so wird der Held inhaftiert und ins Gefängnis gesteckt. Sollte allerdings das Gefängnis noch nicht im Spiel sein, so wird der Held auf die Seite gestellt und sobald das Gefängnis aufgedeckt wird, inhaftiert. Modul Nummer 9 bringt uns elfische Telekinese. Wir haben zwei dieser Marker und die können wir jederzeit, wenn der Elf auf einem Erkundungsfeld, egal welcher Farbe steht, einfach ablegen und nehmen ein Feld aus dem Kaufhaus, für das die Bedingung triggert, kein Marker, keine Figur oder Plättchen darauf und legen dieses an das Erkundungsfeld an, auf dem sich der Elf befindet. So kann man natürlich Wege verkürzen, um gegebenenfalls den Ort des Raubes näher an den entsprechend farbigen Ausgang zu rücken. Das Ganze steht uns im Spiel zweimal mit diesen Blättchen hier zur Verfügung. Modul Nummer 10 bringt uns die Zauber des Magiers. Zu Beginn des Spiels nehmen wir zwei zufällige dieser Marker raus und legen sie neben die Sanduhr. Diese Effekte stehen uns dann im Laufe des Spiels zur Verfügung und wir können jederzeit einen der Marker abwerfen und den Effekt ausführen. Da gibt es viele verschiedene, was die einzelnen sind, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ihr habt noch nicht genügend Spannung mit einer zusätzlichen Wache? Warum dann nicht bis zu drei zusätzliche Wachen als Wachverstärkung mit dem Modul 11 ins Spiel bringen? Für jedes dieser Blättchen, welches ihr austauscht aus dem Basisstapel, nehmt ihr einen Wachmann mit ins Spiel und legt ihn auf das Diebstahlblättchen, beziehungsweise stellt ihn darauf. Kommen jetzt diese Karten ins Spiel, so wird jeweils hier immer ein Wachmann platziert, was es natürlich wieder deutlich schwerer macht. Empfehlung hier, nehmt erstmal einen, wenn das klappt, nehmt einen zweiten dazu und wenn ihr immer noch gut unterwegs seid, probiert es mit einem dritten aus. Wir haben ja schon gelernt, die Wachen dürfen sich bewegen wie Helden oder werden bewegt von uns wie Helden, aber sie dürfen nicht teleportieren. Naja, gut, nicht ganz. Mit Modul Nummer 12, mit dem Kontrollraum, mit Blättchen 28, wenn der Kontrollraum im Spiel ist und ein Spieler sich hier im Kontrollraum befindet, hier muss man natürlich wieder mit Codesperre rein, dann darf er beliebige Wachen auf Vortex-Teleportfelder seiner Farbe bewegen. Und das hat natürlich den Charme, dass plötzlich das Ganze etwas leichter wird und man vielleicht so zwei oder drei Wachen ins Spiel bringt, um sie mit dem Kontrollraum entsprechend im Griff zu behalten. Den Abschluss macht der auf der Verpackung schon angedeutete Sensor zwischen Magic und Maze. Wir haben Modul Nummer 13. Ins Spiel nehmen wir das Blättchen 6 und das Blättchen 29 und wenn Blättchen 6 ins Spiel kommt, so wird hier der Sensor angelegt. Die Felder, die vom Sensor jetzt teilweise oder komplett überdeckt werden, können nicht betreten werden. Es sei denn, einer der Helden befindet sich hier auf dem Sensorkontrollfeld, dann kann er den Sensor immer um 90 Grad entsprechend bewegen. Das bedeutet natürlich, so können wir den Raum betreten. Wir gehen davon aus, das wäre jetzt mein Held. So könnten wir weiterlaufen. So könnten wir noch weiterlaufen. Und so, yay, wir erreichen es fast. Jetzt kommen wir zu unserer Waffe. Und dann müsste natürlich der Sensor entsprechend wieder zurückgedreht werden. Im Sensorraum ist es möglich, den entweder linksrum oder rechtsrum zu drehen. Ihr seid ja immer noch da.
Das bedeutet dann wohl, ihr mögt Magic Maze und ihr wollt euch unbedingt informieren, was diese Erweiterung bringt. Ich habe es euch ja versucht, so ein bisschen zu erläutern. Die Erweiterung bringt schon einiges an Teilen. Ihr seht, der Stapel ist ganz schön groß. Einiges an Papptoken-Material, die Wachen, dieser Beobachter, ja, diese Anti-Stress-Plättchen oder der Durchbruch, auch hier das Lüftungssystem. Ihr seht, man kann dieses Spiel jetzt deutlich schwerer gestalten. Man kann es aber auch deutlich einfacher gestalten. Und so denke ich, ist das ein guter Kompromiss tatsächlich, um den ein oder anderen Spieler abzuholen, der bislang gesagt hat, oh, Magic Maze ist mir eigentlich zu chaotisch, zu hektisch, zu undefiniert und viel zu schwer eigentlich zum Erlernen. Ich finde, Magic Maze ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, was sich auch sehr schnell erlernen lässt und was sehr schnell viel Spaß bedeutet. Ich weiß noch nicht so ganz, wie viel von diesen Modulen man tatsächlich zusammen kombinieren sollte, um es ins Basisspiel hinzuzumischen. Die einzelnen Module funktionieren ganz gut. Wobei ich sagen muss, wir haben tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so häufig Magic Maze gespielt. Und deswegen muss ich, glaube ich, mal wieder auf eine Solo-Partie zurückgreifen. Dann werde ich natürlich keine Sprachmarker brauchen oder Richtungsblättchen wechseln. Aber sowas wie das Lüftungssystem oder der Durchbruch ist bestimmt auch im Solo-Spiel nicht verkehrt. Zumal Solo wird spätestens irgendwo ab Level Mission 7 oder 8 ziemlich schwer. Wer es nicht weiß, ich habe da eine Solo-Reihe mal angefangen, verlinke ich euch an dieser Stelle hier oben. Schaut da mal rein, vielleicht ist das was für euch. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt von Magic Maze, dann gab es im Adventskalender von Frosted Games. Ich habe ihn auch auf dem Kanal vorgestellt, ein tolles Blättchen für Magic Maze. Den Kreisverkehr. Da geht es nämlich nur im Kreis rum. Ziemlich lustig, finde ich tatsächlich eine sehr charmante Idee als Erweiterung. Und dann gibt es das hier, dieses Übersichtsheftchen von der Messe mit noch mehr Erweiterungsteilen. Das sind dann auf einen Schlag nochmal 10 Stück, wenn ich das jetzt richtig zähle, ja 10 Stück. Und wenn ich dann hier so in diese Übersicht reingucke, wo die ganzen Erweiterungsblättchen hier nochmal erklärt werden, lustigerweise ist hier der Kreisverkehr drin, der erst im Dezember im Kalender war. In der Stelle hat tatsächlich Sit Down selbst gespoilert, was denn da kommt. Und ja, ihr seht, das Material geht nicht aus. Wenn ich jetzt mal das Basisspiel tatsächlich aufmache und hier mal die Blättchen raushole. Und ich setze jetzt einfach mal diese Stapel hier noch drauf. Mal ehrlich, bis ihr das durchgespielt habt, da seid ihr eine Weile beschäftigt. Und apropos durchgespielt und eine Weile beschäftigt, ich gehe jetzt mal die ganzen Erweiterungen, die ich noch nicht probiert habe, die Erweiterungsmodule, ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und schreibt eure Erfahrungen zu Magic Maze mal in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Und ich probiere jetzt den Rest der Erweiterung Alarmstufe Rot. Und wir sehen uns demnächst bei einem der folgenden Videos. Bis bald!